Nix. Aber irgendwie ist es beruhigend, dass jetzt wieder jemand dabei ist. Das ist auch nicht lange. Ja. Stirb man nicht so allein. Hechel. Nicht, dass ich das alleine gespielt habe, habe ich immer dazu gesagt, dass ich das nicht bin. Nicht, dass die Leute denken, ich wäre so schwer atmend hier. Oje. Oh. Schon wieder ein Schlüssel. Aber sieht nach einem Bootsschlüssel aus. Ja. Groß ja. Aktualisiert. Eine Boje. Da ist wohl noch ein Boot auf der Insel. Wie originell. Was ist das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Etwas bummer. Ah, eine Vorahnung. Nein, keine Vorahnung. Ich will das nicht. Das ist keine Vorahnung. Nee, Marco und Jennifer Edwards. Die sehen aber nett aus. Ja. Oh. Was ist mit Erin? Oder ist das im Schrank? Vielleicht der Hund. Da ist was im Schrank. Wie soll der Hund denn jetzt in den Schrank kommen? Ja, wer weiß. Da ist noch ein Zettel. Vielleicht, vielleicht hat er sich da drin versteckt. Wir machen mal auf. Nö. Oder eine Katze oder ein Vogel oder... Eine Katze. Genau, eine Katze. Ich bin eh ein Hundemensch. Mein Herr, alles okay? Ja, nur eine blöde Katze. Ich wusste es. So, nicht umdrehen. So, Geheimnis gefunden. Clarence, ich dachte, ich sollte dir die Neuigkeiten schreiben, da du mich seit 6 Monaten nicht mehr besucht hast. Du hast einen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen entbunden. Ich brauche dich hier. Ich schaffe das nicht allein. Meine Eltern helfen mir, aber sie sind beide schon sehr alt. Komm nach Hause, Clarence, bitte. El Monday. Ah. Da war der Schrank. Im Schrank war nichts mehr, ne? Da ist so ein Gespenst hier. Noch mehr Gespenster. Vor allem, da ist auch die Nacht sehr, sehr lang, oder? Ja, ich meine, wie lange sind die da jetzt schon unterwegs? Eigentlich ist hier nur Nacht. Ja, tagsüber macht Horror halt nicht so viel Spaß, ne? Mann, ist das ein... Und der kann schon so schlecht atmen. Und wir laufen. Und was soll Erin denn sagen mit ihrem Asthma? Ja, echt, ey. Die kommt bestimmt gar nicht erst hoch, die wartet um. Yay! Dann mal einschalten. Pass auf, kein Strom. Ja, das war wohl nichts. Ne? Come on! Schalte den Leuchtturm ein. Bringen die Bedienelemente des Leuchtturms in Gang. Vielleicht andere Knöpfe erst drücken oder so. Oder Schalter umlegen oder so. Ja, was du hast mich ja gar nicht ausreden lassen. Wer sagt denn schon niemals? Ich war noch gar nicht fertig. Okay, dann komm, das ist ja kein Problem für jemanden mit Höhenangst. Ja. Don't look down. Don't look down. Don't look down.
Genau, macht das einfach nicht. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Ja, dann. Ja, dann machen wir mal. Aber jetzt muss ich erstmal alle auf grün machen, oder? Nee, ja. Ich glaube, der ist einfach an. Okay. Würde ich jetzt sagen. Ja, guck mal, da ist ja auch ein rotes Lämpchen jetzt an. Ja, kann ich hier aber ja. Nee. Nein. Ja, aber na. Aber ja, na. Aber nein, aber ja, aber nein. Gut, dann zurück. Hier ist es übrigens auch immer nebelig. Ja. Na dann, push the button. Aua. Komm, so ein paar Stromstöße, die halten Jungs. Frankensteins Leuchtturm. Jetzt ist er blind. Wenn du blind bist, geht die Höhenangst weg. Oh. Fuck yeah! Wow! Ja, jetzt weiß aber jeder, wo du bist, ne? Ja, ja. Das so gut ist, Junge? Bip, 4:30 Uhr, aber ist bald, wird bald hell. Ja. Bip, bip. Bip, bip. What the heck? Hey! Hier oben! Kate! Hey! Oh Gott. Ah! Ich hab's gewusst. X, X, X! Falsch, falsch, falsch. Bitte bleib beim Leben, bitte bleib beim Leben. Jetzt volle Möhre. Und nochmal. X, 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 das ist immer falsch. Ich hab, das ist mein PlayStation-Syndrom. Ich kann da nichts gegen tun. Y, Y, Y. Und hau mal, in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. Jetzt. Nochmal. Nochmal. Mann. Oh, jetzt pass auf, wenn der jetzt nochmal X drücken muss, ne? Dann hab ich ein Problem. Was ist das? War das nicht die da hinter der Matratze in dem einen Raum? Keine Ahnung. Steckte. So, jetzt schnell zum Boot, also das Boot suchen und dann ab die Post. Ja, ganz einfach. Easy peasy. Oh, ich verkacke bestimmt noch einen. Ne? Nein, nein, nein. Du musst merken, nein. Wo X ist. Ja, ja, ich weiß. Da unten ist das Boot, oder was? Ja, natürlich, das ist ja auch ein Anlegestieg. Ah. Sind 8 Jahre PlayStation-Pad in meinem Kopf eingebrannt. Kann ich nicht. Haben wir es geschafft? Ganz ruhig bleiben. State Police! Und was wetten wir, dass der Polizist noch kalt gemacht wird? Ja, oder der Polizist macht kalt. Oh, der sieht aber nett aus. Ja. Ein klares Zeichen, dass er stirbt, oder? Den kennt man doch auch irgendwoher. Was zur Hölle? Uah. Das Kind und der Dingens, ne? Oh. Handflächen nach vorne! Hände hoch!
Ach, ja. Dumet. Nee, Morello. Also, Morello. Der nicht Dumet ist. Morello. Die Handflächen nach vorne. Panisch. Müssen uns helfen. Ja, oder so. Selbstbewusst. Zum Glück sind sie hier. Sie müssen uns helfen. Bis ich weiß, was hier los ist, rührt sich niemand. Guckst du vielleicht mal auf dein Schiff? Wir haben niemanden getötet. Aber wir wissen, wer. Ihr werdet eure Geschichte schon noch loswerden. Ja, aber du wirst sie nicht mehr hören. So typisch amerikanischer Polizist, ey. Auch dabei war der doch so nett. Naja. Nein! Nein. Die Hand ist, glaube ich, jetzt ein geringstes Problem, Junge. Schieß noch. Noch ein Boot. Los! Nee. Oh, was machen wir? Nee. Wir müssen entscheiden, wahrscheinlich. Greifen. Ach, was soll's. Naja, was soll's. Da. B. Na los. Hier lang. Boah, der hat echt das kleine Kind noch kalt gemacht, ey. Ist aber kein Benzin, ne? Nee. Das Starterseil. Da. Los, mach! Oh, das hab ich beim Rasenmäher schon immer so gehasst, ey. Hey, Conny, da bist du ja. Komm. Komm. Scheiße. Spring an. Los! Hoffentlich haben wir den jetzt nicht irgendwo unterm Boot hängen oder so. Ich glaub, der hängt gerade jetzt hinten dran oder so. Ah, jetzt sitzt er sich da hinten hin, ey. Nee, Junge. Ich kann gar nicht hingucken. Wer hat denn eigentlich die Granate oder was das ist? Oder das war er, ne? Das müsste er gewesen sein. Ja, dann hoffentlich. Trau der Ruhe nicht. Ja, ist gar nicht. Geschafft. Wir kommen hier weg. Oh nein, ich kann nicht hingucken. Ich glaube, du kommst nicht weg, Junge. Ich bin nur froh, dass ich noch lebe. Ach du! X. Scheiße. Ja gut, die ist wahrscheinlich ganz froh, dass du nicht im Boot bist. Ja. Na, scheiße. Oh nein. So, wo ist jetzt die scheiß Granate hin? B. Und ruf. Na, ich will den auch sehen. B. Nochmal B. Nein. Okay. Angreifen. Nein! Nein, scheiße. X. Na. Scheiße, ich hätte den Stein nehmen sollen. Nein! Nein! Und noch einer weg.
Nein, bitte. Nein. Oh, das war's. Und tschüss. XX. Mann, ey, nur weil ich am Ende nicht darauf geachtet habe, dass ich den einen Stein hätte nehmen können. Dann hätte der Typ auch noch, der ist mir jetzt zum zweiten Mal auf dem Boot noch weggestorben. Beim ersten Mal auf eine andere Art, aber es ist auch passiert. Oh Mann. Also wenn sie diese Song nicht zum Lächeln bringen, dann weiß ich auch nicht. Nach der Pause spielen wir einige ihrer Classic-Rock-Favoriten ohne Unterbrechung. Keine verdammte Werbung. Jetzt fahren nicht noch unsere beiden Überlebenden, oder? Ja, genau. Oh. Shit! Ja, doch. Tja. Ich sah auf und da standen sie mitten auf der verdammten Straße. Wedelten wild mit den Armen wie so ein Haufen Verrückter. Und wo kommen sie her? Ah, Fort Wayne. Bin seit 3 Uhr morgens unterwegs. Frühschicht? Naja, ich wollte um 8 Uhr im Hafen sein. Das schaffe ich wohl jetzt nicht mehr, oder? Oh, Hündchen ist da. Errungenschaft freigeschaltet, glücklicheres Ende. Nur weil der Hund jetzt noch gelebt. Mhm. Weil ich habe auch beim ersten Mal 2 durchgekriegt. Auch da die war, beiden? Nein, Erin war die erste, die bei mir tot war. Oh. Okay. Aber die andere, die ist auch beim ersten Mal mit durch. Also die hat guten Schutzengel. Oder gutes Karma oder so. Mhm. Die andere, Kate. Kate heißt sie. Ich hätte den aber auch gerne gesehen. Ja, das ging mir im ersten Durchlauf auch schon so, weil ich dachte, ja, Sauerei, dass sie das jetzt nicht zeigen. Pass auf, der fängt jetzt erstmal an zu meckern. Ja, der macht wieder einen sarkastischen Spruch. Süffisant. Schon mal 3 Namen durchgestrichen da. Grand Hemd mit. Ja. Oh, Erdbeben. Ah! Da sind sie. Alles hat einmal ein Ende. Aber wie gut war dieses Ende für unser Filmteam? Ja. Leider haben sie einige Seelen verloren. Nun, Ruhe in Frieden. Mark, Kameramann bis zum Schluss. Sein Studio in Brooklyn steht nun leer, falls jemand interessiert ist. Charles. Ich fürchte, es wird nun doch keinen Auftrag für einen zweiten Teil geben. Und Jamie, der Stecker ist gezogen, die Lichter sind aus. Ich fürchte, diesmal wird es nichts bringen, Kabel neu zu verlegen. Was ist mit den Überlebenden? Hat sie diese Erfahrung verändert? Kates Geheimnis. Sie war traumatisiert von etwas, das vor langer Zeit geschah. Aber sie hat sich dem gestellt, was sie am allermeisten fürchtete, und hat überlebt.
Und Aaron hat allen gezeigt, dass sie ziemlich schreckhaft ist. Aber sie hat auch ihren Mut bewiesen, als es darauf ankam. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. Ja, was wird wohl so sein? Ich habe das Gefühl, er altert echt mit jedem Ding, ne? Also ja, das ist ja auch nicht verwunderlich. Jason-Maske. Der Vogel war's. Der Vogel war der Täter. Also irgendjemand findet jetzt diese Maske und setzt sich auf und wird dann auch wieder zum Hörer. Es liegt bestimmt alles an der Maske. Genau. Als wenn ich es im Urin gehabt hätte, ne? Aber vielleicht war das sogar er selber. Ja, ich dachte eher, es war er selber. Ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wir können jedoch bestätigen, dass gegen kurz nach 7:30 ein LKW gehalten wurde und kurze Zeit später war auch die Polizei vor Ort. Klingt ein bisschen ja, ne? Die überlebenden Personen sind Teil eines wirklich? Lonet Entertainment. Das Team hinter der Doku-Serie Architects of Murder. Verdammt, cool. Anscheinend sind sie ihrem Stoff tatsächlich etwas zu nahe gekommen. Und wurden leider selbst zum Opfer. Zumindest hat ihr Albtraum jetzt ein Ende. Heilige Scheiße! Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du erwähnst das doch bei jeder Gelegenheit. Was? Ja. Sind das die nächsten? Kriegen wir nächstes Mal die süße Asiatin? Jetzt sag schon. Mhm. Einen All-Inclusive-Aufenthalt für 5 Personen auf einer Insel. Ja. Ja. Na toll. Ganz Ohr. Ja, Mr. Demet meint, sie werden sogar eine Limo schicken. Ah. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß, das sage ich euch. Congratulations. Ja, sieht doch hübsch aus. Ja, sieht toll aus. Will man doch hin. Mr. Demet, also war es selber. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das? Es gibt die Puppenversion von dem Song. Genau. Aber auch cool. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht führen wir irgendwann mal einen dritten Durchlauf. Also ihr habt ja jetzt das einen Durchlauf. Und ihr kennt nur die eigentlich falsche Variante des Spiels, also nicht die Ursprungsvariante, weil wir haben ja die Curator's Cut Version gespielt jetzt. Aber wir haben jetzt vorher ja noch ein anderes Spiel, was wir vorher machen. Und das wird auch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Okay. Ja. Welches denn? Medium. Wollten wir schon lange spielen, aber jetzt war es halt in einem passenden Angebot, weil hat, glaube ich, eigentlich ursprünglich 60 Euro gekostet. Medium ist ein Psycho-Horror-Spiel. Genau. Okay. Das machen wir dann nächstes Mal, also nächste Woche. Und ja, vielleicht kommen wir danach nochmal hier auf zurück. Mal gucken. Nee. Ja, ich bin eigentlich. Ich denke immer so, ich bin nicht so ein Fan von so Spiele 2 oder 3-mal spielen. Und ja, aber die auch Situation. Auch wenn es ein anderes Ende oder ist ja nicht, Situationen gibt, aber trotzdem. Ja, es wären die Sachen, die diese Fallen, die da drin sind bei mir teilweise eben halt andere gewesen. Ne? Das ist halt,
Schauen wir mal. Kann ich das irgendwie, ich würde das gerne abbrechen. Gut, kann ich jetzt auch verstellt in den Westflug aufsetzen? Es war doch pünktlich, Bootlandung. Ja, aber wirklich. Du bist doch mal sehr schön. Gut. Ich weiß nur nicht, ob da jetzt noch ein Abschlussgag kommt, aber den verpasst du mir und kann sich den im Video nachher angucken. Ich guck doch kein Video aus. Was? Nix. Ich hab gedacht, ich guck doch die Videos nicht. Ja, du musst ja nur das Ende angucken, dann bist du ja nicht mehr dabei, dann musst du dich nicht hören. Ja, das ist gut, okay. Na gut. Dann ja. Ich lasse den Abspann auf jeden Fall durchlaufen, weil ich nicht weiß, ob dann noch eine Abschlussszene kommt. Ja, ja, und, mach das. Ja. Okay, ich sag schon mal, ne, bis und so. Genau, so mich verabschieden wir an dieser Stelle schon mal. Genau. Entlassen. Bis bald wieder. Okay. Ciao. Ciao. So, und wir warten gespannt, was jetzt passiert. Okay, das sieht so aus, als müsste es gleich... Das hört sich so an, als müsste es gleich zu Ende sein. Jetzt habe ich übersprungen. Ah, jetzt kommt die Vorschau auf das nächste Game. This is Commander Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia. Das sieht gut aus, das sieht cyber aus. Oh, das sieht gut aus. As we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact. Ich dachte eigentlich, es wäre der letzte Teil. Ja, von der ersten Staffel. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think. Ein bisschen alien-like, wa? Our next transmission. Broadcast from orbit around humanity's future home. Staff it out. Season 2. Premiere. Genau, also Season 1 ist jetzt zu Ende. Da beginnt. Das heißt dann, aber der Erzähler wird bleiben. Der wird mit Sicherheit bleiben, ja. Dann gehe ich mal aus. Ist gut. Ja, und damit sind wir durch. Cool. Auch im zweiten Durchlauf ein cooles Spiel. Wer den ersten Durchlauf von mir nicht gesehen hat, ruhig reinschauen. Im Livestream zwei Videos, eins fast 8 Stunden lang, eins dann nochmal über 1 Stunde hinterher. Einfach in den Live-Dings gucken. Livestream-Ordner. Playlist, so. Hier gibt es keine Ordner. Und ja, da könnt ihr dann, auch wenn ich hier natürlich schon einiges darüber gesprochen habe, wie es im ersten Durchgang abgelaufen ist, aber egal. Ist trotzdem interessant. Gut, wenn euch das gefallen haben sollte, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, oder uns, besser gesagt. Und schaut unsere nächsten Videos dann auch. Bis dahin sagen wir, ciao, ciao.